Hamburg-Motorradtagen. So wie er es schon angedeutet hat, seht es mir nach. Ja, ich komme aus dem lieben Mannheim, habe mich getraut, auch mal zu euch in den Norden zu kommen. Und wenn ihr das eine oder andere nicht versteht, bitte seid mir nicht böse. Zwischendurch geht bei mir halt auch der Dialekt wieder weiter. Ist ganz klar. Ja, die Miss Krittgall-Wahl führen wir bundesweit mittlerweile durch. Er hatte schon erwähnt, dass wir in Essen und in Stuttgart schon waren. Jetzt kommt Hamburg. Nach dieser Messe kommt dann Leipzig dran. Wir haben derzeit einen Rekord von 378. Dieses Jahr hatten wir bei der ganzen Wahl 364. Also ihr seht, das Interesse ist sehr groß. Er hat vorhin gesagt, nur die Jury entscheidet, das stimmt nicht ganz. Sicher habe ich Sie das letzte Wort, aber ich möchte euch bitten, liebes Publikum, natürlich die Mädels zu unterstützen, die alle, denen ist schon schlecht, seit Tagen werde ich nur noch totgeschrieben im lieben Facebook, wo auch dann immer geschrieben wird, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich denke, die meisten hier unten drunter wissen mittlerweile, was Facebook ist. Aber wie gesagt, kurze Rede, kurzer Sinn. Möchte ich euch gerne die Jury auch vorstellen, bevor dann das losgeht mit dem ersten Durchgang. Und zwar einmal haben wir derzeit die jüngste, hoffentlich bald Formel-1-Fahrerin, derzeit im Formelwagen unterwegs. Sie ist 15 Jahre alt, ist extra aus Österreich oder aus dem tiefsten Bayern zu uns gekommen. Ja, Isabella Lauer. Wahrscheinlich bei euch Motorradfahrern, wo ich ja auch eigentlich dazu gehöre, besser bekannt. IDM, Yamaha, das sind so Schlagwörter. Superbike WM. Willkommen und herzlich willkommen, Nina Prinz. Ja, Nina Prinz wurde auch ein netter Bericht geschrieben über die Powerfrau im Motorsport, aber eine Hamburgerin hier aus der Ecke ist, denke ich, eine der größten Powerfrauen im Motorsport. Sie hat wirklich keinen Hut auf, aber Hut ab. An Tina Meyer, die einzigste Motorradfahrerin Deutschlands, die an der schwersten, stärksten, was auch immer, Rallye mitfährt, ist vor ein paar Wochen noch schwer unterwegs gewesen. Die Hände pumpen wahrscheinlich noch ein bisschen im Offroad. Herzlich willkommen, Tina Meyer. Der Arsch gefällt dir, wa? Ja, jetzt habt ihr mal die weibliche Jury kennengelernt. Auch aus dem tiefsten Allgäu. Bekannt unter einmal Stuntman, immer Stuntman, wahrscheinlich stirbst du auch auf deinem Motorrad, so wie wir alle Motorradfahrer da unser Moped mit ins Grab nehmen. Chris Pfeiffer, Weltmeister in Stuntriding. Dann möchte ich euch vorstellen von der Firma Heckpo Becker, Robert Schön, der muss mich schon seit Jahren ertragen und ich ihn, wir lieben uns, sind wie Geschwister. Herzlichen Dank, Robert Schön, dass du hier bist. Für den heutigen Tag war eigentlich Katharina Kuhlmann engagiert. Das ist die allererste Miss Tuning, die 2003 den Titel mitgenommen hat, TV-Produzentin. Sie hat sich leider heute Nacht kurzfristig bei mir abgemeldet, weil es ihr wirklich nicht wirklich gut geht. Aber wir sind ja nicht nur erfinderisch, sondern ich habe mal ganz kurzerhand den Juniorchef von der Firma Held überredet, heute dafür in der Jury zu sitzen. Herzlichen Dank für dein Kommen, Christian Held. Ja, die Jury wäre also somit komplett. Dann fangen wir auch gleich an, dass wir auch hier fertig werden. Mit Nummer 1, du darfst. Und macht mal Applaus. Die sind alle sehr nervös. Das ist die Grit. Auch Hamburger Mädel. Und wo bist du denn? Warum bist du hier? Sag mal unserem lieben Publikum, warum bist du eigentlich hier? Na, um zu gewinnen. Zu gewinnen. Das heißt, du willst Miss Krittgall 2011 werden. Na, aber sicher. Krit
eine Frage. Interessiert die auch wahrscheinlich? Motorräder oder Auto? Motorräder. Wirklich? Definitiv. Na, dann denke ich, ist das ein Applaus wert? Wir haben schon eine, die mal wieder auf Motorräder steht. Gehst du gerade noch mal vor? Nummer zwei des ersten Durchgangs am heutigen Tag ist die Bettina. Ja, Bettina, komm auch mal zu mir. Hallo Bettina. Hallo. Du willst auch Miss Kritgall werden? Aber sicher doch. Warum denkst du, hast du das Zeug zu einem richtigen Kritgall? Weil ich Motorräder und Autos liebe, vor allem wenn sie schnell sind. Also auch schnelle Sachen? Schnelle und schicke Sachen. Okay, dann sagt es unserer Jury, ich will hier unbedingt mitmachen. Ich will hier mitmachen, lass mich gewinnen. Danke dir. Nun die Nummer 3. Original. Also ich denke, das ist doch mal hier ein Original-Applaus wert, oder? Nancy, du bist genauso wie deine Mitstreiterin hier durch den Vorentscheid. Richtig, genau. Was meinst du, was dich erwartet, wenn du ins Finale kommst? Also es wird natürlich nicht einfach, aber ich habe gedacht, ich probiere einfach mal was Neues aus. Ich bin von Sternzeichen Löwe, das sieht man, glaube ich. Und ja, da möchte man natürlich mal gewinnen, ne? Und warum soll nicht mal ein Löwe auf dem Rekord sitzen? Da hast du wohl recht. Danke dir erstmal. Gerne. Bist du auch aus Hamburg? Ja, ich komme aus Hamburg. Du kommst auch aus Hamburg. Das Mikro